Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Jetzt werde ich nochmal dieses Team hier spielen mit meinem Lugia, dem Groudon und auch meinem Dialga. Einfach nur, weil ein positives Set ausreicht, um hier aufzusteigen für den nächsten Rang. Ich habe mich jetzt mittlerweile ganz gut eingespielt mit dem Team. Ich hoffe nur, dass ich das jetzt nicht vergeige, weil ich das jetzt nochmal so schön erwähnt habe. Dass ich mich da ein bisschen eingespielt habe, habe ich jetzt nur mal die Befürchtung, dass das jetzt massiv in die Hose geht. Und es wäre echt mies, ne? Es wäre wirklich mies. Wir versuchen das jetzt einfach. Wir ziehen das jetzt hier durch. Dialga, Dragoran. Ich hasse dein Kraftkolosspotenzial. Das kann ich tatsächlich nicht leiden. Schöner Wechsel. Sehr schöner Wechsel. Das freut mich eigentlich. Ich kann von dir eine Attacke durchlassen. Wie viel macht das und gewinne ich den Gleichstand gegen so eine kleine Ratte hier? Ja, na oder? Komm schon. 1, 2, 3, 4, 5. Ich gewinne den Gleichstand. Reicht das hier zufällig aus? Ich will nicht noch mehr einsetzen gegen dich. Habe ich eigentlich kein Interesse, es reicht nicht. Ich kann aber danach runterfarmen. Und dann habe ich das Matchup so weit hin gewonnen, dass mich Dragoran nicht allzu fett farmen kann, und das ist halt sehr wichtig. Das ist halt richtig wichtig. Die Abgrundklinge ist ready, die werde ich auch einsetzen. Das ist der Move, der trotz Resistenz mehr Schaden verursacht. Und vielleicht ist das genau das bisschen Schaden, was später ausreicht, um dich runter zu farmen. Wäre natürlich geil. Oder ich komme jetzt einfach mit Lugia und überrasche dich komplett, weil du halt hier gar nichts machst. Tatsächlich können wir das so spielen. Ja, Sternhieb tut mir hier ein bisschen weh, aber nicht so gravierend, wie man glauben mag. Ich will ja auch, dass du zuerst einsetzt. Da ich den Wechsel gewonnen habe, kann ich solche Faxen machen. Jetzt kommt der Clou, meine Freunde. Wie viel macht Luftstoß? Wirst du es respektieren, wenn du es durchlässt? Ne? Wär's glaube ich, dumm, weil dein Dragoran jetzt nicht mehr allzu viel machen wird gegen mich. Genau das meine ich. Genau das Eingriff steigt. Ja, GG, mein Freund, das gefällt mir gerade sehr. Kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich über diese Situation hier bin. Das macht mich sehr, sehr happy. Ja, tatsächlich. Bin ich wirklich. So. Schaden kommt. Es ist schon okay. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir werden dich wahrscheinlich mit Dialga einfach runterfarmen. Sorry. Oder? War das jetzt dumm? Möglicherweise war es dämlich. Mal gucken. 1, 2, 3. Okay. Es ist gleich halt davon abhängig. Schafft Dragoran überhaupt zwei Attacken gegen mich? Ist das hier ein Köder? Es ist ein Köder. Dragoran schafft doch keine 2, oder? 1. 2. Was zähle ich da eigentlich? Was zähle ich da eigentlich, ich Dummi? Du schaffst dir gar nichts. Doch, du gehst direkt aber nach der Attacke drauf. Okay, jetzt darf nur Metagross nichts mehr schaffen. Wenn das hinhaut, war der Wechsel sowas von wichtig. 1, 2, perfekt. GG, mein Freund. GG. Dragoran, Doppeldrache. Obwohl ich... das macht keinen Sinn. Doppelstahl. Dragoran, Doppelstahl. Mal soeben auseinandergenommen. Mit zwei Pokémon, die gegen Metagross später nur mit Resistenzen arbeiten. Ja, Metagross hält halt nicht allzu viel aus, ne? Der Luftstoßboost, der war wichtig. Danach habe ich nämlich viel, viel mehr Schaden mit Sofortattacken und Himmelsfeger gemacht. Das war gerade sehr, sehr wichtig. Richtig wichtig sogar. Beide Schilder aufbewahren, beziehungsweise den letzten Schild da auf jeden Fall zu haben für so einen Kraftkoloss, das war essentiell. Der nächste, der so kommt. Was tust du jetzt? Mewtwo, warum? Ich hab mich verklickt. Ich hätte in Dings gehen müssen, Lugia. Ich habe mich einfach verklickt, meine Freunde. Das war nicht clever. Gar nicht clever. Warum bin ich so dumm? Jetzt mal Real Talk. Der erste Kampf so schön ausgespielt, alles richtig gemacht, aber jetzt der zweite zeigt einfach nur, was für ein dämlicher Trottel ich doch bin. Ah, Lugia wäre so geil gewesen, ne? Du lässt es nicht durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieder in einem Gleichstand. Du spielst natürlich clever. Okay, ich lasse das jetzt durch. Nein, Quatsch. Ich habe schon meine Attacke, dann will ich die auch einsetzen. So, mein Freund.
Hätte ich ködern sollen? Wäre das mit einem Köder drin gewesen? Weil ich ja dann immer noch ein Schild habe? Oder? Oder? Ah, nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du setzt ein. Du hast aber mehr als ich. Du hast jedes Mal mehr Energie geholt. Ich lasse mich hier draufgehen und hoffe, dass Lugia das hier einfach regelt gegen dich. Spukball tut weh. Gar keine Frage. Ja, das weiß ich. Ich lasse den aber durch. Der erste tut nicht allzu sehr weh. Wir müssen halt schauen, wie ich das ausspielen kann. Was da meine Backline hier noch regeln kann gegen gegen den Kumpel hier. Du fängst tatsächlich ab auf Dragoran. Du hast Spukball-Psychostoß. Kann ich vielleicht jetzt komplett runterfarmen? Wenn ich hier rübergehe? Nein, ne? Ich werde dann dennoch einmal schilden. Und dann habe ich aber auch mega viel Energie auf meinem Pokémon. Ist dann nicht so, dass würde ich, als würde ich jetzt hier allzu viel befürchten müssen? Mewtwo hat kaum bis keine Energie, oder? Kraftkoloss zu schilden ist natürlich wichtig. Komplett runterfarmen. Kommt Mewtwo zurück? Oder was machst du? Mewtwo oder was anderes? Du dürftest nicht allzu viel Energie haben. Wie sieht's dann mit deinem letzten Pokémon aus? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hätte vielleicht noch nicht einsetzen sollen. Hey, das wäre so gewonnen gewesen, wenn ich in Lugia gegangen wäre. Ich habe mich einfach verklickt. Sechs, sieben, acht, neun. Du drückst mir einen Steinhagel. Überlebe ich einen Steinhagel? Hey, Groudon hätte ich gefressen. Ich hätte einfach in Lugia gehen sollen, anstatt in Dings. Anstatt in mein Dings zu kommen, hätte ich hier reingemusst. Ich habe mich so dermaßen verklickt. Kann ich einen überleben und vielleicht Mewtwo noch runterfarmen? Never ever. Ich war so dumm. Ey, es war so dumm. Einfach mit Lugia hier rein. Die Sofortattacken ballern Schaden raus. Spukball, ja, tut weh. Hey, okay. Okay, nehme ich. Wer dumm spielt, muss auch mit dummen Konsequenzen rechnen. Und die Niederlage ist eine davon. Ah, ist das doof. Ist das doof? Sehr interessant aber, wie so eine kleine Sache, wie so ein falscher Wechsel das Spiel dann kosten kann, ist natürlich echt, ist es halt crazy. Ja, und wenn man mal überlegt, so 5 Sets, 25 Kämpfe am Tag und bei jedem hochkonzentriert zu sein und jedes Mal alles zu geben, ist schon anstrengend, oder? Ist schon nervig. Zumal wir jetzt 21 Uhr haben und ich seit kurz nach 5 wach bin, ist das, oh, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Das heißt, du hast deinen nächsten Kraftkoloss nach einer weiteren Attacke, oder ist das ein Knuddler? Ich meine Nahkampf. So, 1. Jetzt hast du deinen nächsten. Wenn du schildest, gehe ich blind rüber. Hätte ich das anders spielen sollen? Komm schon, geh direkt auf den Move. Tust du nicht. Schade, Marmelade. So, dass du bei 6 einsetzt, hat mich jetzt aber auch ehrlich gesagt überrascht. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Wenn das ein Stromstoß ist, würde ich es bevorzugen, mal einen zu schilden und dir danach den hier drücken. Der haut dich weg, aber auch nur, wenn du den durchlässt. Wenn du den durchlässt, tust du nicht. Okay, 2, 3, 4. Du kannst gleich easy abfangen. Du kannst gleich easy abfangen. Die Frage ist, ob du es tust. Oder hast du schon die Attacke dann ready? Hast du den nächsten jetzt schon? Ach, Seishun ist einfach so dumm. So ein saudummes Pokémon. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Es ist zu wild, dieses Ding. Ich kann es nicht leiden. Ne? Ich kann es wirklich nicht leiden. Gehe ich jetzt blind in Groudon? Oder wird mich das alles kosten? Weil jetzt kommt eh Dings rein. Giratina. Komm, ich bleib noch drin. Ich bleib noch drin. Vielleicht kann man ja hier irgendwas machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Du setzt nicht ein. Schade, ich habe gehofft, die Attacke abzufangen. Wirst du komplett farmen? Bitte nicht. Ah, dich werde ich runterfarmen, Carmen. Das war echt
Grütze jetzt gerade, wie ich hier spiele, ne? Das ist echt Grütze. Wie willst du so irgendwo aufsteigen? Stalo-Popörchen. Popörchen. Wie geil bist du denn? Wie geil bist du denn? Ich habe 6 Attacken gemacht. Du hast aber drüben mega viel Energie. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, den hier einsetzen. Wie viel Schaden macht das? Und wie viel Leben hat Giratina? Das reicht nicht aus. Wir haben vorhin gesehen, dass ich hier, glaube ich, runterfarmen könnte. Hey, kann ich das noch gewinnen? Komm schon. Komm schon, wir haben vorhin gesehen, ich kann runterfarmen. 1, 2, Abgrundklänge, wie viel KP hast du? Setz ein, reicht das dann doch noch? Ey, ich bin zu dumm. Wenn ich das jetzt gewinne, dann bin ich einfach ein glücklicher Trottel. So, dann habe ich Glück, aber bin trotzdem dumm. Ich fasse es nicht. Ich bescheiß mich mit Glück, meine Freunde. Ich bescheiß mich mit Glück. Ich spiele Kacke. Punkt. Gewinne aber trotzdem. So, was wollt ihr? Wem wollt ihr was erzählen? Ich kann einfach alles. Ich bin der Beste. Zu 100% ist so. Gibt keinen besseren. Gar keinen. Quatsch. Eieiei. Jemand, der mich jetzt das erste Mal hört, ne? Bitte, kauf mir den Quatsch nicht ab. Ich hoffe nicht, dass du das tust. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das sollte jetzt hier keiner ernst nehmen. Und ich denke, das tut auch keiner. Aha. Kommt jetzt die Keule wieder rein. Session. Mewtwo 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn das jetzt ein blinder Fokusstoß wäre, wäre es heftig. Wenn ich den abfangen könnte, wäre halt genial, ne? 1, 2, ich gehe jetzt raus, weil jetzt ist Abfangen. Bitte sei ein freaking Fokusstoß. Bitte sei ein freaking Fokusstoß. Bitte. Aua. Ei, Karamba, mein Freund. Es ist auch zappenduster für dich, ne? Du spielst nicht Fokusstoß-Spukball. Du spielst nicht Fokusstoß-Spukball. Ei. Keule, zappenduster, mein Freund. Zappenduster, würde man sagen. Wenn man aus einer östlichen Region kommen würde. Digga, der Fokusstoß. Der Schmerz, ne? Der tut dir morgen noch weh. Ja, guck mal. Du kommst timingmäßig perfekt hier rein, um auch passend hier eventuell einen Luftstoß zu fressen, mein Freund. Heute ist Tag der fetten Attacken. Ich liebe es. Ist das geil. Einmal schilden werde ich bei Dialga. Ey, warte mal. Du kassierst zu viel Schaden. Digga, es ist zu wild. Wer ist dieses Lugia? Jetzt mal. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du hier? Wie weit soll das denn noch gehen? Einfach runterfahren. Wie weit soll das noch gehen? Ich habe noch beide Schilde. Dahin. Ja, okay. Du hast keinen Boost drauf. Ich habe das Ding. So, alle sind happy. Ich gehe auch nur noch auf Feuerschlag. Durchgehend. Nur noch. Dialga 2 Schilde wird alles regeln. Ich werde nur noch farmen. Ich werde dir mit einem Feuerodem ins Gesicht peitschen, mein Freund. Das wird alles sein, was ich machen muss. Das wird alles sein. Guck mal, jetzt kommt der nächste Feuerschlag. Wenn das kein Draco ist, überlebe ich das. So, das ist geil. Lugia, Fokusstoß, beste Freunde. Best Friends Forever. Lugia, Nahkampf. Best Friends Forever. Weil, hey, Psycho, Flug. Beides resistiert Kampf. Oh, habt ihr schon mal jemals gesehen, dass ein Fokusstoß so wenig Schaden macht? Ich glaube nicht. Hey, dir fehlt der Body Boost. Mein Freund, du hast zwar wunderbar abgefangen, aber dir fehlt einfach der Body Boost. Jetzt mal ehrlich. Der fehlt dir einfach. Zack, ja, wunderbar abgefangen, aber guck mal, ich habe 2 Schilde und du hast niemals die Möglichkeit, hier noch was zu reißen. Und das siehst du ein. Ein nicht gewollter Two-Shield-Flex. Aber ich musste nirgendwo schilden. Das ist geil gewesen jetzt gerade. Alter Verwalter, warte mal, positiv, ne? Ja, okay, wir steigen auf. Wir steigen auf. Ich werde ja wohl für 3 Wins hier 10 Punkte kriegen. Okay, vielleicht habe ich jetzt gerade ein Team gefunden. Kann aber auch nur sein, dass das jetzt aktuell läuft. Vielleicht läuft es auch morgen nicht mehr. Aber egal, jetzt gerade macht Spaß. Ich musste es laut sagen, ne?
Ich musste es laut sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Es ist ein Kraftkoloss. Okay. Warte mal. Wenn ich mir jetzt hier mit dem Wechsel hole, ne, das wäre grandios, bitte. Okay, egal, ich gehe rüber. Ich gehe rüber. Lugia mit einem Schild und Groudon hinten. Du darfst jetzt halt nur, du darfst einfach kein Dings haben. Es ist so selten, dass ich die erste Attacke hier schilde, aber ich mach's. Es war so dumm, dass ich es mache, aber ich mach's halt. Bitte hab kein Kyogre. Bitte hab kein Kai. Kai und mein Kampf hier, der ist vorbei. Aber wenn du irgendwas Nerviges hast, dann wär's gut. Zack, komplett runterfahren. Bitte schaff keinen Move mehr. Doch ein Eisenschädel kommt noch. Aber auch ein Draco würde ich jetzt, glaube ich, noch überleben. Und das ist natürlich auch wichtig. Richtig und wichtig. Zack. Wir haben den Wechsel. Jetzt kann ich mein Groudon gegen Melmetal kämpfen lassen. Ich werde jetzt auch Himmelsfeger einsetzen. Er macht das richtig. Da kommt der Stein zu den Hagel. Okay, ich habe drüben zwar keine KP mehr. Und, oh, doch noch ein bisschen. Okay. 1, 2, 3, 4. Ich habe halt nichts, ne? Ich habe halt nichts gegen dich. Was denn? Was mache ich denn jetzt? Wirst du das durchlassen? Ja, natürlich. Natürlich tust du das. Okay. Hast du zwei ready? Hast du zwei ready? So, es gibt, glaube ich, keine Situation, in der ich das noch regeln kann. Oder? Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Du farmst einfach komplett. Komm, ich gönn dir das nicht. Du besiegst mich nicht. GG, mein Freund. GG. Wechsel geholt, aber trotzdem zerstört. Ha. Ja, das sollte in meinem Lebenslauf stehen. Blondbart, Wechsel geholt, trotzdem zerstört. Ja. Easy. So, du bist am Stizzle. Stizzle Manizzle. La zu dem Pras. Perfekter Wurf. Oh, ich hasse es. Ich kann es nicht leiden, wenn so Pokémon trotz fabelhaft dann einfach ausbrechen. Wenn du jetzt drin bleibst, ne? Ich fasse es nicht. Undankbares Pokémon. Okay, ich hoffe dennoch, dir hat's gefallen. Lass dein Feedback da und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und... Oh, sure. Na? Ciao.